Hallo Leute, ja, willkommen zu meinem klitzekleinen Unboxing. Und zwar, der liebe Postbote war gerade da und hat mir was Wunderbares vorbeigebracht. Ich freue mich. Und ich würde mal sagen, wir machen das jetzt einfach mal kurz auf. Und ja, ich freue mich wie ein kleines Schnitzel. Ich weiß ja natürlich, was drin ist, klar. Und freue mich wie ein kleines Kind, sage ich jetzt mal, das zum ersten Mal seinen Lutscher bekommt. Ah. Riecht nach Karton. Goodie. Ui. So, das tun wir mal so auf die Seite und tada. Ah, ist es nicht schön? Ist es nicht wunderschön, meine Freunde? The Legend of Zelda Twilight Princess, natürlich in HD. Ach, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich habe mich riesig gefreut, als ich gehört habe, dass Twilight Princess als HD Remake sozusagen kommen soll, und habe mir dann natürlich gleich die Limited Edition bestellt. Aus einem ganz einfachen Grund, das sind so Sachen dabei, sage ich jetzt mal, die ich haben wollte, oder besser gesagt ein bestimmtes Teil, das ich unbedingt haben wollte. Ja, und ich würde mal sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an, was da so Schönes dabei ist. Ist da, oh, geht auf, wunderbar. Wunderbar, ui, das ist ja richtig ordentlich da drin aufgeräumt, das sieht ja sauberer aus als bei mir zu Hause. So, ja, natürlich einmal der Hauptstar, wenn er rausgeht. Ah, einmal natürlich der Hauptstar, das Spiel selbst. The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ah, ich freue mich. Was steht denn da so hinten? Die Welt der Schatten kehrt in prachtvollem HD zurück. Das ist kurz und knapp beschrieben. Sehr kurz und knapp. Schön. Ah, ich freue mich. Schön. Ja, was haben wir denn da noch Schönes? Ja, aha. Gehst du, krieg ich dich. Ah. Haben wir hier den wunderbaren Wolf-Link-Amiibo. Ich muss dazu sagen, ich habe immer noch keine Ahnung, was diese Amiibos machen. Aber ich finde ihn cool. Wollen wir uns den mal genauer anschauen? Den schauen wir uns jetzt genauer an. So. Oh, da hinten steht was. Da hinten steht was, was ich mit dem machen kann. Ui, 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 das ist eine Bedienungsanleitung. Ui, das ist gut für mich. So, steht das auch irgendwie in Deutsch drauf, nicht nur in Türkisch, Amerikanisch und weiß Gott irgendwas. Guck mal mal. Unlocks the Cave of Shadows. Gut, das klingt zwar eher Englisch, aber es klingt gut. Also, okay. Da, schalte die Schattenhöhle frei. Das hätte ich auch selbst noch übersetzen können. Okay, schaltet die Schattenhöhle frei. Was ist die Schattenhöhle? Ein separater Dungeon in Twilight Princess HD, der nur damit betretbar ist? Hm, mal gucken. Ich werde es auf jeden Fall herausfinden, meine Freunde. Das ist ja wohl selbstredend, ne? So, was haben wir denn noch hier? Oh, stores your heart, also im Sinne von speichert deine Herzen. Ui. Das ist es jetzt so, wie ich mir das denke? Das bedeutet an Zelda, wir kennen es ja. Wir haben jetzt volle Herzen, wir speichern, meine Freunde, und laden dann den Spielstand 9. Wir haben wieder 3 Herzen. Der Klassiker von Zelda. Kann ich jetzt mit dem Teil meine Herzen speichern? Das bedeutet, wenn ich jetzt 10 Herzen habe, dann speichere und neu lade zum Beispiel, dann habe ich wieder 10 Herzen und nicht 3. Ist das so? Das wäre mal richtig geil. Das wäre mal richtig geil. Sehr geil. Ja, ansonsten kompatibel mit The Legend of Zelda Twilight Princess. Nein, wirklich. Hätte ich niemals gedacht, dass, dass dieser Amiibo damit kompatibel ist. Den schauen wir uns mal genauer an. Komm, jetzt machen wir den mal auf. So. Auch wenn ich sagen muss, dass mir die Verpackung sehr gut gefällt. Aber wenn ich ihn benutzen will, dann muss ich halt mal aufmachen, ne? Oh nein, nicht noch eine Plastikverpackung. Ich hasse solche Blisterverpackungen. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, die Teile nennt man Blisterverpackung. Ich hasse sie. Ui, was ist denn das? Es gibt eine separate Bedienungsanleitung für den Amiibo. Ha! So, jetzt entfernen wir hier mal das gute Stück. Ohne es kaputt zu machen. So. So. Wunderschön, dieses Teil, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Wolfling hat blaue Augen. Das wusste ich gar nicht. Sieht man das?
wenn die Kamera zoomen würde, aber die Kamera findet mich einfach schärfer als den Wolfling. Ja. Auf jeden Fall hat der Wolfling blaue Augen. Ja, gut, Link hat auch blaue Augen, aber... Na, ist okay. Sehr schöne blaue Augen auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut, der Amiibo, und vor allem... Midna. Gibt es einen geileren Charakter, einen irgendwie geileren Hilfscharakter in Zelda als Midna? Midna ist insgesamt einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus allen Zelda-Teilen. Gehört ganz oben mit dabei, wenn es nicht sogar mein Lieblingscharakter ist. Also Midna steht bei mir auf jeden Fall über Link. Nur mal so nebenbei. Midna teilt sich irgendwie den Platz mit Ganondorf und ich liebe Ganondorf. Aber irgendwie Midna ist schon nochmal so ein Ticken cooler irgendwie. Ich weiß nicht, Midna taugt mir volle Lotte. Sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, den tun wir mal auf jeden Fall mal dahin. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall mal das wunderbare Spiel und den Amiibo. Aber das ist ja noch nicht alles. Da ist noch was viel Tolleres drin, meine Freunde. Oh yeah. So. Ah. Nämlich das Prachtstück, weswegen ich es mir gekauft habe. Und die Kamera will... Doch, sie zoomt sogar. The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Der Soundtrack. Ganz wichtig, meine Freunde. Ganz wichtig, ich liebe den Soundtrack aus Twilight Princess, muss ich sagen. Gut, insgesamt Zelda, Twilight Princess ist mein absolutes Lieblings-Zelda. Und ich liebe den Soundtrack, vor allem das Hyrule-Theme, sage ich jetzt nochmal. Oder Midna's, oh, Midna's Lament, oder wie das heißt. Oh, das ist so toll. So toll. So, und jetzt versuchen wir mal das aufzubekommen. Das ist irgendwie schon wieder härter als ein Endboss. So, aber ich will dafür jetzt... Ich krieg das ohne Messer hin. Nein, kriege ich nicht. Wo ist mein Messer? Da. Ich kriege es nicht ohne Messer hin. Gudi. So. Ah, ja. Komm zu Papa, oh yeah. Ah, da steht hinten sogar drauf, was jetzt drauf ist. Sehr schön. 20 Soundtracks. Einmal das Title-Theme natürlich, ja gut, das gehört halt dazu. Twilight Princess ist sowieso das geilste Title-Theme von allen Zeldas, meiner Meinung nach. Aber insgesamt hat Twilight Princess einen überragend geilen Soundtrack. Ja, aber Zelda insgesamt hat einen geilen Soundtrack, das muss man mal lassen, muss ich mal wirklich sagen. Um mal wieder kurz in Richtung Majora's Mask zu punchen, welches wirklich scheiße ist. Aber... Der Soundtrack in Majora's Mask ist übelst geil. Nur mal so nebenbei. Kaio, wir sind an dieser Stelle. So, ja, die zwei Legend of Zelda Orchestra. Orchester, wunderbar. Dann Ordon Village, ja gut, Ordon, so klar, ne? Midna's, oh, Midna's Theme ist drauf, schön. Hyrule Field Main Theme, auch ganz wichtig. Light Spirits. Oh, das ist die Musik von den Lichtgeistern. Ist auch ziemlich cool, muss ich sagen, die Musik. Kakariko Village, oh, die ist auch schön im Spiel, muss ich sagen. Death Mountain, was war das jetzt nochmal für eine Musik? Die erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr. Hutela Theme war auch schön. Lake Hylia hat ein sehr schönes Theme. Boss Battle, ja gut. Ja, ist gut. Midna's Lament, da ist es. Das ist wahrscheinlich der geilste Soundtrack im ganzen Spiel. Oh. Oh, Sacred Grove, ja, die, das wird die Ding sein. Drillhöhle heißt die, glaube ich. Auch geil. Würde ich auch machen, natürlich, verständlich. Malomat hat auch eine coole Musik. Ilios Theme hat eine ist cool. Hidden Village. Ach ja, 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 ich habe mich schon gewundert, Moment mal, das hat eine eigene Musik, ja, das hat so eine Western-Style-Musik, die ist ziemlich cool. Zelda-Theme, ja, gehört dazu. Final Battle, ganz wichtig, ganz wichtig. Ich muss sowieso sagen, Twilight Princess hat das geilste, überaus geilste Final Battle, den geilsten Final-Kampf von allen Zelda-Spielen, wenn nicht sogar von allen Spielen, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Übelst geil. Muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr gut. Staff, Credits, ja gut. Verständlich. Und dann nochmal Orchester. Also zwei verschiedene Orchester drauf. Schön. Ja. Dann haben wir das mal hier, würde ich mal sagen. Also in diesem wunderschönen, in dieser wunderschönen Limited Edition wäre drin
unser wunderbarer Wolfling-Amiibo. Ich würde mal sagen, alleine dafür lohnt es sich schon, wenn man Twilight Princess-Fan ist wie ich, lohnt es sich alleine für den Wolfling, sich die Special Edition zu holen. Einfach, man kann erstens Herzen speichern anscheinend und zweitens, es gibt eine geheime Höhle, die man nur mit dem betreten kann. Finde ich sehr gut. Nur so nebenbei, war vielleicht jetzt blöd ausgedrückt, für den alleine die Special Edition, weil den gibt es später noch separat. Habe ich gehört. Soll man später noch separat kaufen können. Die Frage ist, lohnt sich das? 45 Euro für das Spiel, 55 Euro für die Special Edition. Naja, da habe ich einen Amiibo dabei, da habe ich einen Orchester-Soundtrack dabei. Meine Freunde, kriegt ihr den Amiibo unter 10 Euro? Ich weiß keine Ahnung, wie viel kostet so ein Amiibo? Das ist Geldmacherei. Dafür zahlt man noch 20 Euro sowas, oder? Verstehst du mich? So, wunderbarer Wolfling-Amiibo, sehr schön. Ja, dann natürlich hier die wunderbare CD, der Soundtrack, auch ganz wichtig, alleine dafür, wirklich, meine Freunde. Dem wird es wahrscheinlich nicht separat zu kaufen geben. Alleine dafür lohnt es sich hier die Limited Edition zu kaufen. Ja, und dann natürlich unser Hauptstar. The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ich freue mich wirklich wie ein Schnitzel. Und meine Freunde, das wird jetzt gleich gesuchtet. So, wir holen uns mal mein Handy, um mal zu schauen, wie viel Uhr es jetzt ist. Okay. Ich würde mal sagen, heute, meine Freunde, 17 Uhr, The Legend of Zelda Twilight Princess HD hier auf meinem Kanal. Ich freue mich schon drauf. Oh yeah, das wird übelst geil. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.